Jo, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines ASAP-KSP-Programms. Und ja, wie schon im Titel, heute geht es um die Moon Station, die ich gebastelt habe. Die will ich dann hochschießen. Aber trotz alledem, man kann ja mal Verschiedenes hier jetzt noch zeigen und tun und machen. Zum Beispiel habe ich ja mein Shuttle Alpha, was ich an der Station schon betankt habe, aber noch nicht vollständig. Wo ich dann, das habe ich offscreen gemacht, wo ich dann merkte, das lässt sich aber blöd lenken, weil das gewichtsmäßig ungleich verteilt ist. Deswegen muss ich hier ein bisschen gucken, dass ich hier zu meinem Tankschiff komme. Da muss ich jetzt mal schauen, ob ich hier schon einen Punkt habe. So. Oder was hier der Punkt ist. Ich möchte schon getankt haben eigentlich. Ja, das sieht nicht danach aus, als hätte ich hier einen Punkt dafür in der Nähe. So hat das hier leider übertrieben. Ich kann ja auch mal zu dem Tanker wechseln, der dann dafür, glaube ich, zwei, dreimal reicht oder so. Ist einfach bloß eine Rakete, die ich hochgeschossen habe, die hier vier Docking-Ports hat, hier noch eine Masse drin hat. Hier nichts drin hat? Weil die hier miteinander bloß verbunden sind. Okay, da hat er schon ein leer gesaugt. Okay, da war das vielleicht doch nicht ganz so optimal, aber hier oben ist noch was drin. Also ein bisschen was. Einmal kann ich hier Minimum voll tanken. Das muss sein. Ah, hi, Yo Gaming. Aber das soll ja jetzt nicht das Thema sein. Weltraumzentrum. Ich habe auch mit meinem Explorer One um den Moon wieder einen von den vier Crew-Berichten für diesen einen Quest habe ich auch nebenbei abgeschlossen. Aber ansonsten habe ich offscreen nichts weiter gemacht, außer die Moon Station zusammenzubauen. Deswegen gucke ich hier erstmal, das ist dieser Auftrag, den ich damit dann abschließen möchte. Ansonsten habe ich hier noch vier Touristen, die zum Moon wollen. Genauso wie hier auch Moon. Das heißt, ich werde als erstes erstmal nochmal einen, ja, VIP-Transporter losschicken zum Moon. So, 6er Träger Pax New, das müsste der ja sein. Genau, perfekto. Yo Gaming, passt das mit der Musik eigentlich nebenbei gefragt? Ich glaube, ich hatte die Offscreen die Musik ein bisschen lauter gestellt. Jetzt weiß ich nicht, ob das für euch zu laut ist oder nicht. Nein, nicht wechseln. So. Jo, das müssten jetzt eigentlich alle Touristen sein, die hier drinne sind. So. Ja, Pilot, Tosman. Dann nehmen wir den mal raus. Und sagen, der Elmitor kann es gerne mal tun. So. Okay, alles klar, danke für die Info. Dann starten wir das ganze Ding mal und wenn das Richtung Moon unterwegs ist, dann starten wir, kann ich ganz entspannt in Ruhe auf die Moon Station Rakete eingehen.
Und dann kann ich auch das Docking-Quest für den Mun da machen. Also ist alles in Überlegung. So, perfekt. Läuft. Schon mal leicht schräg, um hier vom Feld wegzukommen. Perfekter Abwurf. So, das können wir dreiviertel Schub lassen. So, wir gucken gerade mal auf die Minimap, wie es aussieht. Wir kommen. Boah, für einen Kraken. Ich werde nochmal eine Krakenrakete bauen. Das ist ja noch gar nichts. Da warte erstmal ab, was da vielleicht noch kommt. So, hier geht's weiter entspannt nach oben. Das gefällt mir, dann können wir hier noch ein bisschen auf die Seitenlage gehen. Weil so wie ich die Rakete hier gebaut habe, ist eigentlich mein Standarddesign, wie ich sozusagen immer meine erste Stufe sozusagen baue mittlerweile. So. Dim, dim, dim. Jetzt möchte ich hier vorspulen und dann gebe ich da nochmal vollen Schub nach vorne. Ach so, das meinst du mit den Twin Bohr, ja. Hatte ich halt. Artorius, hey! Ja, moin. Na, wie läuft's bei euch? Bei dir? Du müsstest ja jetzt auch frei haben, Artorius, wenn ich, oder, weil du hast ja, glaube ich, ja, du müsstest frei haben, ne? Dann kannst du ja heute die ganze Zeit dabei sein, im Zweifel. Und weg. So, da sind wir schon ganz schön weit rausgekommen jetzt hier mit dem kleinen Schub. Aber ich möchte hier das Ziel setzen. Dann Kontrolle. Na, 0,8. Jo, meine Güte, na dann, würde ich sagen, viel Spaß. Also gleich kommt meine Moon-Rakete, Moon-Station-Rakete. Aber erstmal will ich die hier auf den Weg schicken. Das ist wieder so knapp bemessen.
So. Erstmal hier mein VIP-Transporter. Artorius, wenn du den bei mir noch nicht gesehen hast, dann extra für dich die Entfaltung. Bam! So. Das heißt hier jetzt Solarmodule auspacken. Tennen. Muss ja auch sein, ein bisschen Funk wollen wir ja auch haben. Wir haben ja jetzt das Kommsat-Netzwerk um den Mun. Von daher gesehen haben wir hier keine Probleme mehr. So. Sieht das nicht schön aus? Ach, ich liebe es. So. Rakete erstmal langsam in die Richtung bringen, die wir wollen. Ja, das, ja, aber du wirst sehen, dass das ist vielleicht am Anfang bei Avorion nicht ganz so spannend, meine Methode. Das zu spielen gibt bestimmt auch schnellere Methoden, aber das lohnt sich, weil du bist irgendwann nicht mehr genötigt, irgendwelche Materialien zu sammeln. Das machen deine Sammler halt. Und du kriegst halt dadurch auch Kohle ohne Ende, so im Vorbeiflug quasi. Also, das wird. Ja, und übrigens, Yogi, ja, Artorius, wir können auch gerne mal da zusammen zocken, Avorion. Yogaming hat es ja schon durch, mit Mac Scharf und mir zu zocken, Avorion. Also da kannst du gerne mal mit dabei sein. Warum auch nicht? Also da kannst du auch mal gucken, Artorius, und mir deine Meinung sagen, wie mein Avorion Let's Play ist. Und ja, die nächsten Folgen werden dann wirklich so, dass meine Supporter die halt so circa eine Woche vor allen anderen sehen werden und dann werde ich die erst öffentlich schalten. Das war von mir ein kleiner, ja, wie soll ich sagen, kleiner Bug, dass ich das nicht richtig eingestellt habe. Ja, klar, das findet man schon, Artorias. Das findet man schon. Ja, in der Titan, da bin ich ja unterwegs. In der letzten Folge Richtung Süden bin ich in Richtung zum Titanfeldern. Nur ja, ist da ja eine Fraktion, die mir nicht so wohlgesonnen ist. Deswegen muss ich im Zweifel um die noch ein bisschen drumherum schippern. Aber ansonsten läuft das. So. Die spule ich jetzt hier nebenbei mal ein bisschen vor. Nicht wundern, dass das hier ins Nichts zeigt. Ich habe die Satelliten jetzt hier mal ausgestellt. Es wird sonst leicht unübersichtlich. Ne, ich glaube, man muss die nur privat einstellen. Dann werden die zwar angezeigt, dass da Videos sind, aber nicht, dass die öffentlich sind. So, das wäre dann mein nächster Versuch. Ansonsten muss ich die halt wirklich außerhalb der Playlist stellen. Das wäre aber leicht blöde. So, noch ein Stück vor. Ich brauche ja nur 26,8 Meter die Sekunde. Das sollte schnell gemacht sein. Ich denke mal, bei 10 Sekunden kann ich mal so antesten. Okay. Ach so, ja, stimmt, das kann sein, Yo Gaming. Da muss ich natürlich mal gucken, wie ich das mache. Dann könntest du natürlich wirklich recht haben, mit denen nicht in die Playlist stecken. Ja gut, das soll jetzt ja nicht das Thema sein hier. Ich will ja jetzt hier ein bisschen KSP spielen, aber mit Avorion kriegen wir auch noch hin und dann wollen wir mal gucken. So.
Ich möchte hier eine Umlaufbahn. Dreißig ist vielleicht ein bisschen knapp. 800, das ist so. Irgendwie gefällt mir das nicht. Na, wo ist der nächste Punkt? Sieht schon besser aus. Das gefällt mir schon irgendwie besser. Ist zwar ein bisschen mehr hin, aber.